Hallo, hier ist Tiptop Tube. Hallo. Und wir waren ja einkaufen für Silvester. Mhm. Und jetzt wollen wir mal zeigen, was wir alles gekauft haben. Und ja, hier sehen wir schon, also erstmal möchte ich das von oben noch mal so zeigen. Okay. Der ganze Tisch ist echt voller Sachen. Ich finde das echt cool. Ich auch. Gerade diese super D-Böller. Und da hinten haben wir noch Raketen. Fangen wir mit den besten an. Mit den 1 Meter langen Wunderkerzen. Die finde ich echt richtig cool. Habe ich vorher noch nie gesehen. Also die sind wirklich 1 Meter. Warte, kann man das so? Sieht man die? Nee. So. Also die sind 1 Meter lang, 5 Stück sind da drin. Hier haben wir zum Beispiel so 10 Flashbangs mit lautem Blitzknall. Schön laut. So, und jetzt machen wir mal ein bisschen Partyartiges. Ja. Für drin. Party. Genau. Für den Abend hier. So. Und noch mehr Party. Ja. Ein paar Kopfbedeckung hier für dich, Ash. Zack. Sollte passen. Dann haben wir hier noch Party Fever. Das ist so Tischfeuerwerk und alles drum und dran. Ein paar Luftschlangen sind auch noch drin. Mhm. Ist auch ganz cool. Das ist so, wenn diese Raketen angezündet werden dafür. Ja, das sind diese Vulkane, meinst du? Ein größerer Vulkan. Ein etwas größerer Vulkan, genau. Raketenzeit. Das jetzt auf jeden Fall gehört mit zu den Batterie. Raketen. Batterie ist das. Ja, Batterie. Das gehört zu den Batterien. Da haben wir, was ist das denn noch? Quattro-Effekt, Fontänenbatterie. Also wir haben uns einige Batterien geholt. Hast du die schon gezeigt? Nee, ne? Haben wir die hier haben wir eine Batterie noch. Von Themenbatterie. Okay. Eine Poison. Das haben uns einige Leute geschrieben, dass wir die mal kaufen sollen. Haben wir zufällig auch noch entdeckt. Sonst wären wir, glaube ich, nicht drauf gekommen und hätten die, glaube ich, nicht gekauft. Und aber wir haben die noch entdeckt und dann haben wir die auch gekauft. Figaro Multicolor Glitterbatterie. Cool. 45 Schuss mit dabei. Wir haben noch was richtig. Das ist schon eine etwas größere Batterie. Multicolor Batterie haben wir auch noch mit dabei. Zeig kurz. 83 Schuss, einmal anzünden, ja, ca. 45 Sekunden Brenndauer, ca. 15 Meter Effekthöhe, bis 15 mm Kaliber. Ich freue mich schon so ein bisschen so auf Weihnachten alleine, auf Silvester. Jetzt haben wir hier extra, dachte ich mir, nehme ich die mal mit, diese China-Böller. Hier geht China-Böller B, China-Böller D. Ja. Davon haben wir noch gleich 2 Packungen mitgenommen. Und hier, das ist ja, so das für ist so mich. Kinderfeuerwerk und so. Für mich eigentlich ist das. Genau. Muss man auch nicht, kann man auch an Silvester nach 0 Uhr machen, aber auch vorher kann man das schon machen. Finde ich ganz gut für Ash dann so. Mhm. 15 Stück, extra laut. Ich kannte die vorher noch gar nicht so, habe ich dann gesehen. Ja, und wir die haben ist extra laut. Was für Partys vergessen? Partys? Habe ich schon gezeigt. Party Fever. Oh, da hinten. Und hier warte. Hier hinten haben wir noch, ja, für das Ash ganz so viel. Ganz viel. Hier, da so eine Packung. Hier eine ganze Packung mit Feuerwirbeln. Koboldfontänen habe ich noch, kenne ich noch gar nicht. Muss man auf jeden Fall angucken. Das hier. Silberwirbel und? Ja. Ist eher gesagt für dich. Für mich? Was ist denn das? Das ist, glaube ich, nicht so für das mich. Das sind so kleinere Batterien. Das ist aber nicht für mich. Leuchtspektakel. Leuchtfeuerwerksortiment. Römisches Licht. Mhm. Römisches Licht ist cool. Das ist einfach nur sowas, was hoch fliegt. Mehr das nicht. Das ist eher gesagt für dich. Und jetzt kommen wir zum. Mhm. Ah, ne, hier ist noch was. Da, genau. Die haben wir auch noch. Die ist eine Batterie, ne? Mhm. Ja, genau. Hält mal, zeig mal. Die Big Wild One. 200, ach genau, die 200 Schuss hat, die ist cool. Und jetzt kommen wir zum großen Finale. Zu den Raketen. Denn fangen wir mal mit diesen hier an. Genau. Hier. Hier haben wir jetzt, ja, sind es die gleichen Packungen eigentlich. Also hier haben wir so eine Raketenpackung, diese Raketenpackung hier mit über 105 Einzelteile. Also da haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Raketen. Dann haben wir da noch Knallteufel, dann Karat, Brillant, Wunderkerzen in kleinen diesmal, 40 Stück. Dann haben wir, ich glaube, das hier, müsst ihr es gar nicht schlecht zeigen, diese Röhre, da ist glaube ich auch römisches Licht. Und dann haben wir da unten Chris, irgendeine Fontäne. Und ganz unten noch China-Böller D, die sind gut. Wir haben hier wieder römisches Licht. Ah, cool, genau. Das sind jetzt auch Raketen, aber ich glaube, das ist ein anderer, ist ein anderer Packen. Da haben wir noch Sonnenvögel. Hä, die hießen doch mal anders, oder? Die hießen doch nicht immer Sonnenvögel. Die hatten wir letztes Jahr auch, aber hießen die ja nicht ist anders? Doch einer auf den Garagendach gefallen. Ja genau, aber die hießen ja noch nicht Sandvogel. Sandvogel schon gar nicht. Nee, die hießen irgendwie anders. Ich weiß aber gerade leider nicht wie. Na egal. Ja. Dann haben wir noch Frösche, die finde ich immer noch witzig. Mhm. Und natürlich haben wir hier noch, nee, was ist das? Mini-Knaller, okay. China-Knaller, ganz klein. 8 Stück, ein kleiner. Ja, okay. Kann man auch gut verknallen. Ja, hatten wir alles gezeigt jetzt? Ja. Also ich kann es nochmal ganz kurz von oben zeigen. Ich meine, das ist echt für uns recht viel. So viel hatten wir wirklich noch nicht so oft.
Ich bin gespannt, ob wir das auch alles verknallen werden. Ich auch. Mal sehen, wir haben ja den ganzen Abend Zeit, ne, Ash? Gerade, ich glaube, ja? 1 Uhr? Da schläfst du schon, glaube ich. Das um 1. 1 Uhr schlafe ich eigentlich schon. Ja, werden wir mal sehen, oder wir werden es auch zeigen, wie wir das alles verbellern gehen. Und dann nehmen wir euch natürlich auch mit. Und ja, ich bin echt gespannt, ob wir alles wegbekommen. Ich glaube eher nicht. Haben wir noch was für nächstes Jahr. Ja, wolltest du noch vielleicht, sagen? Vielleicht, ja? Warte, von diesen Bällern, die ich verknallen werde, werde ich bestimmt noch was für nach Silvester haben. Da darf ja, wir die, auch noch. Die kleinen kann man ja immer verwenden. Die sind ja die kleineren. Die kleinen kann man auch noch sagen, nach Silvester oder jetzt vor Silvester auch noch knallen. Genau. Da würde ich sagen, das war's von uns. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben, damit wir sehen, dass es euch gefallen hat. Und abonniert unseren Kanal, damit ihr keine Folgen mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.